Elektrofahrzeuge sind die Zukunft. Im Rahmen des Tages der E-Mobilität präsentierte Laxenburg die Zukunft der Elektrofahrzeuge. Bei der Ortstafel hängen sich viele Gemeinden hin, Klimabündnis, Laxenburg lebt das. Wir leben das und ich meine, wir leben das zu 100%. Wir sind neben Klimabündnisgemeinde auch Bodenbündnisgemeinde und wir sind eine von 13 Gemeinden in Österreich, die sich auch bereit erklärt hat, beim sogenannten Bürgermeisterkonvent einer EU-weiten Initiative in Richtung Alternativenergien, in Richtung Klimasparen und so weiter teilzunehmen. Und da sind wir top. Das heißt, für uns ist das eine Aufgabe. Wir leben das. Wir haben hier sehr, sehr viele Aktivitäten im Rahmen dieser Aktionen. So darf ich also heute wirklich ein Kompliment sagen an unseren Gemeinderat Andreas Weiß, der für den Arbeitskreis Klimabündnis zuständig ist, aber auch an Reinhard Paulisich, der als geschätzter Gemeinderat unter anderem den sogenannten Energiestammtisch gegründet hat. Alles Aktivitäten, die unsere Bevölkerung informieren, motivieren und natürlich auch wir als Gemeinde selbst eine Vorreiterrolle. Alles ist angetreten, was nahezu Elektrofahrzeuge anbietet. Richtig, ja, wir waren selbst eigentlich positiv überrascht. Wir machen das ja zum ersten Mal, dass so viele Händler aus der Region bereit waren, ihre Fahrzeuge hier herzustellen heute für uns. Und wir sind sehr froh darüber. E-Moped kann man fast sagen. Was kostet so etwas? 1.790 Euro ist ein typisiertes Fahrrad mit den Bedienelementen eines Scooters. Wir haben da ganz einfach beide Welten zusammengebracht. Die Vorteile des Fahrrads, sprich keine Anmeldung, keine Fixkosten etc. mit den Vorteilen eines Scooters, Spritzschutz, Blinker, Bremslicht, den Sicherheitsfeatures eines Scooters. Hervorragend. Also ich kann mir das wirklich gut vorstellen und bei solchen Wetterverhältnissen wie heute das optimale Fortbewegungsmittel. Ein Auto, ein Moped, ein Motorrad. Was ist das? Eigentlich ist es ein Quad. Also es ist als Quad typisiert, nicht als Auto, ist aber mehrspurig, kann aber mit normal mit B-Führerschein bewegt werden. Was mir schon mal gut gefällt, dass es sehr übersichtlich ist. Ich habe hier drei Knöpfe. Drive, Neutral, Rückwärts. Und das Ganze fährt jetzt elektrisch. Es ist eigentlich gedacht als reines, urbanes Fortbewegungsmittel. Wir haben eine Länge von 2,60 Meter. Ich kann eigentlich überall stehen bleiben. In manchen Städten ist es sogar parkscheinbefreit. Für kurze Strecken in der Stadt das ideale Fahrzeug. Wie geht es Ihnen aber, wenn Sie so Elektrofahrzeuge sehen? Ja, an und für sich fühle ich mich zurückversetzt zum Kinderspielzeug, Tretauto, so kommt es mir vor. Aber das ist richtig ein schicker Cityflitzer, würde ich sagen. Und ich glaube, für kurze Fahrten ist es sicher ideal. Für längere, glaube ich, würde ich mich da nicht überreden lassen. Wir haben eigentlich über den Arbeitskreis Klimabündnis, da sind wir bemüht, den Bürgerinnen und Bürgern umweltfreundliches Verhalten, auch umweltfreundliche Mobilität, zum Beispiel Energiesparen, näher zu bringen. Und da ist die Elektromobilität mittlerweile ein großes Thema geworden und kommt immer stärker auch bei den Bürgerinnen und Bürgern an. Vor allem Elektrofahrräder haben schon sehr viele Leute und darum haben wir uns gedacht, wir wollen da einen Schwerpunkt setzen im Rahmen der aktuellen Europäischen Mobilitätswoche.